In diesem Beitrag geht es um das Thema Abgasrückführungsventil. Das AGR-Ventil verbindet den Abgaskrümmer mit dem Ansaugkrümmer. Über das Ventil werden Abgase rückgeführt, um die Verbrennungstemperatur zu senken. Im Ergebnis werden dadurch die Abgaswerte verbessert. Der Anteil der Stickoxide wird reduziert. Es gibt zwei Arten. Zuerst einmal zum wassergekühlten AGR-Ventil. Dies wird zumeist in Dieselfahrzeugen verbaut. Hier entstehen hohe Temperaturen. Daher wird das Ventil an den Kühlwasserkreislauf angebunden. Das normale AGR-Ventil wird meistens in Ottomotoren verbaut. Wie kommt es zu Ausfällen? Hier sieht man das Innere eines ausgefallenen AGR-Ventils. Es ist verrußt. Dieser Ruß setzt sich nach einiger Zeit durch die Abgase dort an. Dies führt dazu, dass das AGR-Ventil nicht mehr öffnet.